Hallöchen an all euch lieben Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Und ja, wie ihr seht, heute wieder drei Themen, ein Bild. Ich werde mich direkt dran machen, um die Themen zu ziehen. Was für schöne Themen. Wirklich, wirklich schöne Themen. Kamera, Bruder oder Schwester oder und, Bruder und Schwester und loslassen. Das sind eigentlich total schöne Themen. Ich habe irgendwie auch spontan schon so ein Bild im Kopf, wie ein Geschwisterpaar ein Bild von sich macht und ja, das einfach das Loslassen zeigt. Dass man einfach, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich würde mir jetzt einfach mal einen Zettel und einen Bleistift nehmen und so ein bisschen drauf losskribbeln, so ein bisschen drauf loskritzeln. Und wenn ihr mögt, macht doch einfach mit. Ich habe mich jetzt auch noch gar nicht dafür entschieden, mit was ich das umsetze. Ich wollte jetzt einfach erstmal die Skizze machen, gucken, was mir noch so einfällt. Und ja, entscheide dann einfach, wie ich das konkret zu Papier bringe oder ob es vielleicht sogar eine Skizze bleibt. Wir werden es gleich sehen. Das ist meine Skizze, total spontan gerade entstanden, ohne Hilfe von jeglichem Bildmaterial. Einfach gerade nur so aus dem Kopf heraus und ja, Geschwister, ja, ich hoffe einfach, dass man es rauserkennen kann. Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, es gar nicht farbig zu gestalten. Das könnt ihr aber natürlich sehr gerne machen. Ich würde es jetzt einfach nur noch einmal sauber abpausen und dann mit einem Feinliner drüber gehen. Also wirklich nur eine Line-Art würde ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach eine saubere Arbeit mit Feinliner. Man kann damit genauso gut schöne Hintergründe erstellen. Es ist praktisch, wenn ihr Feinliner mit unterschiedlichen Stärken habt. Ihr könnt es natürlich auch farbig gestalten, indem ihr
ja, meinetwegen entweder eine Farbe mit reinnehmt oder mit verschiedenen farbigen Feinlinern oder natürlich auch mit Buntstiften. Da ist eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde es jetzt einfach nur mal kurz gerne abpausen und ich bin gleich mit dem sauberen Ergebnis wieder da. So, ich habe jetzt hier tatsächlich meine Feinliner mal zusammengesammelt und ich habe hier 7 verschiedene Feinliner. Ob ich jetzt alle benutze, weiß ich nicht. Ich mache das immer sehr intuitiv. Und zwar geht das hier los bei 0,03, 0,05. Was haben wir dann? 0,1, 0,3, 0,5, 0,8 und 1,0. Also hier sind wirklich super feine Feinliner mit dabei. An Papier habe ich jetzt gewählt das Clairefontaine DCP. Das ist ein sehr glattes Papier, wo ich der Meinung bin, dass die Feinliner gut drüber gleiten werden. Und ja, schaut mir einfach auf die Finger, wie ich hier jetzt einfach rein intuitiv, ich mache sowas auch ganz selten und auch nicht oft, wie ich dies hier einfach jetzt zu Papier bringe. Es ist wirklich nur ganz grob abgezeichnet. Ich habe sogar die ursprüngliche Skizze noch hier hinten dran. Ne? Also ihr seht wirklich, also es ist wie gesagt wirklich rein intuitiv entstanden. Ich würde mir die hier auch noch zum Teil liegen lassen, falls ich irgendwelche Details übersehen oder vergessen habe. Und würde mich jetzt hier ranmachen und einfach alles ganz intuitiv zeichnen und gestalten. Also schaut mir gerne auf die Finger.
Tada! Also ihr merkt schon, das ist echt nicht ohne, ne? Also das ist jetzt keine Arbeit, die so in 5 Minuten dahin geknallt ist. Ich habe das ja jetzt ja recht spontan gemacht und ja, also wie gesagt, ihr könnt da gerne noch Farbe reinbringen. Ich finde, ich habe es echt besser geschafft, als ich gedacht hätte, so Höhen und Tiefen reinzukriegen, also so Raumtiefen auch. Und mir ist nochmal bewusst geworden, wie wichtig Hintergründe sein können. Ja, also hätte ich jetzt hier keine Hintergründe reingemacht, dann wäre das halt total lahm gewesen auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich das gemacht habe. Und ich habe versucht, verschiedene Strukturen reinzubringen. Ich möchte euch auch kurz zeigen, welche Fineliner ich hauptsächlich benutzt habe. Und zwar sind das die 5, die ich hauptsächlich benutzt habe. Und überwiegend habe ich tatsächlich 0,5 und 0,05 und 0,03 benutzt, weil damit habe ich am meisten so Schatten herausgehoben oder damit gemalt, ne? Dass so ein bisschen Tiefe in die Person oder in die Gegenstände reinkommt. Ich habe ganz zum Anfang alles mit 0,8 eingerahmt. Das habe ich jetzt zum Schluss auch nochmal gemacht. Den habe ich dann gar nicht weiter benutzt. Den habe ich nur für den Rahmen benutzt. Mit 0,1 habe ich dann die Figuren vorgezeichnet, also beziehungsweise nachgezeichnet. Habe ja zwischendurch auch die Bleistiftlinien wegradiert. Einmal ist mein Blatt geknickt, da habe ich mich geärgert. Und habe dann hier, um das alles nochmal ein bisschen mehr hervorzuheben, um zu zeigen, okay, da soll das Augenmerk hin, habe ich mit 0,3 das alles nochmal ein bisschen hervorgehoben. Also die Außenlinien beziehungsweise die Outlines von den Hauptfiguren. Auch nicht komplett, nur so zum Teil. Aber so weit, dass man merkt, da soll das Augenmerk hin. Genau. Prinzipiell könnte man hier, glaube ich, die ganze Zeit immer noch so ein bisschen weitermachen. Aber ich lasse das jetzt so stehen und ich bin, wie gesagt, echt überrascht und doch positiv überrascht von dem Ergebnis und das gefällt mir echt gut. Und ich bin auch froh, dass ich keine Farbe mit reingebracht habe und ihr wisst, dass das hier immer total spontan ist. Es ist wirklich total spontan. Ich bereite hier nichts vor und habe die 3 Themen meines Erachtens wirklich gut umgesetzt. Falls ich euch damit inspirieren kann, mit den 3 Worten oder 3 Themen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das auf oder in den sozialen Medien teilt mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis und dem Bonus-Hashtag 3 Themen ein Bild. Und dann werde ich das auf jeden Fall auch sehen, wenn ihr die beiden Hashtags benutzt und würde mich mega freuen. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß. Vielleicht kann ich euch ja inspirieren mit so einem kleinen Comic. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Habt's fein, macht euch einen schönen Tag und ja, nehmt euch Zeit zum Kreativsein. Tschüss!